Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was mache ich jetzt hier? Ich will ein bisschen was über Daten erzählen und ein bisschen was erzählen über unsere Bereitstellungsexpertise und fange mal an mit etwas, was ich in den Folien nicht abgebildet habe, nämlich mit dem Prozess in den Verwaltungen. Es ist ja schon ein bisschen angeklungen. Wir hatten vorhin eine Folie gesehen von Herrn Staatssekretär Zimmer, wo abgebildet war das Thema Weiterbildung in der Verwaltung. Und hierzu ist zu erzählen, die Statistik hat nicht immer alle Daten bereitstellen können. Es gab ja immer die Probleme mit Geheimhaltungsverfahren, die wir noch nicht so in place hatten sozusagen, sodass wir Einzeldaten nicht bereitstellen konnten. Und vor einigen Jahren war es dann soweit, dass wir der Wissenschaft auch Einzeldaten bereitstellen konnten in anonymisierter Form, sodass sie eben für weitere Zwecke genutzt werden könnten. Und dieser Prozess in der Verwaltung ist, sagen wir mal, psychologisch schon ein dickes Brett, was da zu bohren ist, weil die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung natürlich in Sorge sind. Was passiert mit meinen Daten? Können Leute mit meinen Daten überhaupt umgehen? Und könnte nicht eventuell doch ein Reanonymisierungsfall eintreten? Und das hat sozusagen die amtliche Statistik vor einigen Jahren, das sind jetzt inzwischen schon 10 Jahre, durchgemacht. Und ich wollte einfach nur noch mal den Hinweis loswerden an dieser Stelle, dass das ein Prozess ist, der auch im Auge behalten werden muss. Es ist also nicht nur eine Frage der Technik, wie stelle ich bereit, wie halte ich Daten geheim, dass sie sozusagen von allen auch dann nutzbar sind, ohne dass Einzelpersonen identifiziert werden können, sondern diese Begleitung des Prozesses muss auch im Auge behalten werden. Gut, so, ich erzähle jetzt ein bisschen was zu dem Thema Open Data und amtliche Statistik anhand der Prinzipien von Open Data in aller Kürze natürlich. Die amtliche Statistik ist sowieso so aufgestellt, dass alles, was wir tun, veröffentlicht werden muss. Es gibt Rahmengesetzgebung für die amtliche Statistik, es gibt aber für jede Statistik ein Einzelgesetz. Und wir haben eine ganz große Bandbreite, sind über 300 einzelne Statistiken, die wir insgesamt erheben, mit dem Ziel, das Geschehen in der Gesellschaft möglichst komplett auch abbilden zu können. Und weil wir mit dieser Erhebung der Daten auch in das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger eingreifen, es ist Auskunftspflicht, jeder muss uns diese Daten geben, insofern ist es eigentlich auch nur selbstverständlich, dass wir die Ergebnisse unseres Tuns dann auch an diejenigen, die uns die Daten gegeben haben, zurückgeben. Also insofern sind wir sowieso schon auf dem Weg unterwegs, alles bereitzustellen, eben mit der Einschränkung, Rückschlüsse auf einzelne Personen, auch auf einzelne Firmen, dürfen natürlich nicht möglich sein. Und wir sind auch verpflichtet, also dadurch, dass ich eine gesetzliche Grundlage habe, wo festgelegt ist, welche Merkmale zu erheben sind. Wir dürfen nicht ein einziges Merkmal erheben, wenn es nicht im Gesetz verankert ist, weiß die Öffentlichkeit auch, was wir alles erheben und kann insofern sofort auch kontrollieren, ob wir all das veröffentlichen, was wir erhoben haben. Sollten wir das nicht tun, würde uns auch der Datenschutz aufs Dach steigen, weil da gesagt wird, naja, im Sinne der Sparsamkeit der Datenerhebung wäre es dann nicht nötig gewesen. Gut, klar ist, denke ich auch, wir sind die primäre Datenquelle, also in dem Sinne, dass wir direkt von den Auskunftspflichtigen die Daten kriegen und dann eben zur Veröffentlichung bereitstellen. Und sie sind, wenn sie einmal da sind, bleiben sie natürlich auch erhalten. Das geschieht zeitnah. Wir sind auch aufgrund europäischer Verordnungen verpflichtet, sowas wie einen Veröffentlichungskalender jedes Jahr bereitzustellen. Das heißt, man weiß auch im Voraus, wann welche Daten das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden. Gut, zur Zugänglichkeit hatte ich eben schon etwas gesagt. Alle Bürgerinnen und Bürger, alle Verwaltungen, alle auf dieser Welt haben sozusagen grundsätzlich Anspruch darauf, dass sie die Daten kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und das tun wir ja auch in maschinenlesbaren Formaten. So, die Verfügbarkeit der Daten erfolgt für alle zum gleichen Zeitpunkt. Das amüsiert nicht alle. Einige möchten natürlich gerne vorab wissen, was wir am nächsten Tag in der Pressekonferenz veröffentlichen werden oder in der Pressemitteilung veröffentlicht werden. Es sind übrigens also mehr Tage als das Jahr hat, haben wir im letzten Jahr Pressemitteilungen gehabt. Da sieht man mal die große Bandbreite der Daten, die wir zur Verfügung haben. Also gemäß des Code of Practice, so heißt dieses Ding, die EU-Verordnung, ist es so, dass alle zur gleichen Zeit die Informationen zur Verfügung gestellt bekommen.
Ja, lizenzfrei, da habe ich ein bisschen gefuscht, da hätten eigentlich Fragezeichen stehen müssen. Das ist noch nicht wirklich geklärt. Also das ist sozusagen im Klärungsprozess, inwieweit die kommerzielle Nutzung dann auch sozusagen kostenlos erfolgen kann. Es ist eben schon angesprochen worden, wie alle im öffentlichen Bereich haben auch wir schlicht und ergreifend das Problem, dass wir knapp bei Kasse sind und insofern muss diese Debatte noch geführt werden, inwieweit die kommerzielle Nutzung aller Daten kostenfrei ist. Es ist übrigens so, dass die Wissenschaftler im Moment auch für die Datenbereitstellung zahlen müssen, die ja immer ganz spezielle Wünsche haben, welche Merkmale sollen mit welchen kombiniert werden, und dafür muss die Wissenschaft aktuell zahlen. Ja, vielleicht ein kurzer Einblick in den Prozess. Also wir haben die Originaldatenbestände, dann erfolgt diese Geheimhaltung, dass Rückschlüsse auf einzelne Personen, Firmen etc. nicht möglich sein können. Und das ist sozusagen noch ein weiterer Teil unserer Expertise, die wir in den Open Data Prozess im Allgemeinen einbringen können, wenn es sich dann eben um die Bereitstellung von Daten handelt. Das ist ja ein bisschen schon eine Kunst, ist auf eine Art und Weise zu tun, dass ich mir damit die Aussagekraft der Daten nicht kaputt mache. Denn das ist klar, ne? Wenn ich was geheim halte, verallgemeinere ich in irgendeiner Form, ich ändere irgendwas an den Daten, es soll natürlich nicht die grundsätzlichen Aussagen damit zerstören. Ja, wir haben verschiedene Datenkategorien, die bereitgestellt werden können, also Mikrodaten, wirklich einzelne Haushalte, das Einkommen, Aggregate, zusammengefasste Daten, Kennziffern und Indikatoren. Die Armutsgefährdungsgrenze ist vielleicht ein Begriff, der Ihnen zumindest aus der Presse geläufig ist. Hier haben wir die Situation, dass in diesen oberen Bereichen die Datenbereitstellung relativ unproblematisch und flächendeckend möglich ist. Bei den Mikrodaten arbeiten wir daran. Da haben wir einfach das Problem, dass es ein sehr, sehr hoher Arbeitsaufwand ist. Und ich erwähnte eben, wir haben über 300 Statistiken unterwegs. Da sieht man einfach, dass das ein ungeheures Arbeitsvolumen darstellt. Ja, vielleicht auch nochmal jetzt sozusagen schon fast zum Abschluss. Was ist das Interesse auch der amtlichen Statistik an diesem ganzen Open-Data-Prozess? Wir haben ein ganz, ganz großes Interesse daran. Und das möchte ich mal illustrieren an etwas, was ich in dem Handbuch für Data-Driven Journalism gefunden habe, von einem freien Journalist, der eben sagte, auf der einen Seite charakterisieren ja Daten, irgendwie denkt man Autorität und alles ist sicher. Und wenn man nun genauer damit arbeitet, stellt man fest, naja, vielleicht ist es ja denn doch alles nicht so ganz sicher und ganz genau. Man will ja immer schwarz oder weiß, aber es ist vielleicht irgendwas in der Mitte. Und die Tatsache, dass ich hier mir eventuell eine Nutzergruppe erschließen kann, die eben nicht die Nutzergruppe derer ist, die Abnehmer sind, die im Prinzip nicht viel Chancen haben, nachzuvollziehen, ist das jetzt richtig oder falsch, was mit den Daten gemacht wurde. Auf der anderen Seite habe ich die Wissenschaftler, die ja hoch elaboriert mit den Daten arbeiten, aber vielleicht bekommt man jetzt eine Nutzergruppe sozusagen in der Mitte, die eben mit den Datenbeständen etwas tun und eine Herangehensweise haben, wo man sagt, ja gut, da finde ich vielleicht nichts raus oder es ist etwas unsicher, aber nicht sozusagen in dem Sinne, es muss unbedingt ja eine Skandalstory oder eine schlechte Story bei rauskommen. Auch die Tatsache, dass ein etwas nicht rauskommt und nur neue Fragen generiert, ist ein Ergebnis. So, und jetzt kommt zum ganzen Schluss, auch aus diesem Handbuch kommt diese Angelegenheit, wo dann die Datenjournalisten sich fragen, naja, wie sicher kann ich eigentlich sein? Und das wird ja ein Thema sein, jetzt auch in den Workshops, dass die Daten, die ich da bearbeite, die ich nutze, eine hohe Qualität besitzen, dass ich mich wirklich auf sie verlassen kann. Und hier muss man sagen, bei der amtlichen Statistik ist es ja so, auf der einen Seite gesetzlich verankert und die amtliche Statistik ist fachlich unabhängig. Auch dieses ist in dem europäischen Code of Practice verankert. Also es ist nicht so, dass uns jemand reinredet, wie wir dieses denn zu tun haben oder was wir zu lassen haben, sondern wir sind eine fachlich unabhängige Institution. Insofern denke ich, kann man hier von einer hohen Qualität ausgehen. Zusätzlich sind die Qualitätsstandards eben auch festgelegt, auch öffentlich dokumentiert. Und der Produktionsprozess ist völlig transparent an der Stelle. Weshalb das in der Mitte rot ist, what's in there to be learned sozusagen, das ist sicherlich ein Bereich, wo auch die amtliche Statistik noch aktiver werden muss. Sozusagen zu überlegen, welche Geschichten verbergen sich eigentlich in den Daten, welche Geschichten kann ich damit erzählen.
Gut, und damit bin ich auch schon mit meinen Eingangsbemerkungen am Ende und das Thema Qualitätsstandards kann ja dann in einem Workshop diskutiert werden. Dankeschön.